Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich noch filmen kann. Es ist natürlich jetzt schon wieder dunkel geworden. Der Hurricane kommt langsam näher, ist aber immer noch ja, ungefähr 100 Kilometer vor der Küste. Wir haben hier 64 Gewalt und dann lässt der Wind wieder komplett nach und flaut total ab. Aber die richtig schweren Böen und der richtige Hurricane, wie man ihn so sich vorstellt, kommt mit den Regenwäldern und mit dabei ist dann auch Winter, Regen, Starkregen. Das ist hier alles nur der Anfang. Dass man stehen bleiben kann. Ich weiß gar nicht, ob man mich noch verstehen kann. Der Sand, der ganze Sand, der Dreck, der Staub wird aufgewirbelt und weht einem in die Augen. Ja, schade, dass es schon finster ist, aber so ist es halt. Alles unter Wasser, die ganzen Straßen unter Wasser. Jetzt 7:30 Uhr früh und jetzt sind die ersten Bilder möglich. Ja, da fährt man auf der Autobahn und plötzlich, ja, Unterführung steht komplett unter Wasser. Ja, hier kann man dann auch mal gegen die Einbahn fahren. Bei besonderen Bedingungen. Was da alles an Land, oder besser gesagt auf die Autobahn gespült worden ist,